Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jurassic Minecraft. Wir starten da, wo wir letztes Mal auch gestartet hatten, nämlich hier mitten im Wald, weil wir halt gestorben sind. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ich glaube, das war... Ja, hier ist unser Haus. Also schon eine ganze Strecke Richtung Westen. Müssen wir da mal eben gucken, dass wir das richtig laufen, die richtige Richtung. Und dann beeilen wir uns natürlich, weil das Wichtigste ist jetzt, dass wir das Haus möglichst schnell fertig bekommen. Gut, das sind Wölfe. Ja, sterben wir jetzt belastend. Ich glaube, wir könnten nämlich auch noch unsere Sachen zurückkriegen. Aber dann müssen wir uns halt ein bisschen beeilen. Ich weiß halt nicht, inwiefern das despawnt, wenn ich das Spiel halt schließe und komplett auslogge und sowas. Ja, das Ziel für die erste Folge ist halt, wie gesagt, das Haus, dass wir erstmal eine Bleibe haben. Ist auch nur eine vorübergehende Bleibe. Wir werden später noch einen schöneren Ort suchen. Wir haben jetzt ja noch nicht wirklich viel erkundet von der ganzen Karte. Also da will ich mich auf jeden Fall noch mehr umschauen. Weil hier gibt es, glaube ich, noch richtig viele Biome. Ah, schaut mal. Jetzt sind wir wieder hier. Bei den Diplodocus. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Ist echt schön, dass sie so friedlich sind. Oh Gott, da hinten brennt es, glaube ich, richtig. Oh. Das ist, glaube ich, dieses Lavabecken, oder? Wow, was passiert denn da? Das sieht richtig böse aus. Oh mein Gott. Alles okay, Jungs? Ah, die sind halt in einem Lavabecken. Die sterben halt wirklich gerade. Guck mal, die Gesundheit geht runter. Vielleicht kann ich die dann gleich looten. Mal schauen. Das meiste wird wahrscheinlich in die Lava fallen, denke ich mal. Aber wir warten jetzt mal ab. Ach, guck mal, jetzt habt ihr endlich euer Blut, was ihr sehen wolltet. Jetzt müsst ihr aber auch ein Like da lassen. Oh, die Armen. Nö, alles verbrutzelt. Sehr, sehr schade. Ich dachte, ich kriege hier vielleicht noch was. Nee, gar nichts. Ja, dann wollen wir weiter. Ist ja nicht mehr weit. Nur noch ein kleines Stück hier. Oh, hier vorne brennt auch noch einer. Oh, das ist, glaube ich, der, den ich reingeschubst habe. Oh nein, jetzt fühle ich mich guilty. Komm, wir versuchen, den zu retten. Ich habe leider keinen Eimer Wasser, das wäre praktisch. Eventuell. Nee, ich kann auch nichts darunter platzieren. Wie gemein. Nein, komm raus. Oh Gott. Oh nein. Oh, Scheiße. Okay, das war ein Fehler. Falsche Taste gedrückt. Jetzt muss ich da nochmal hinlaufen. Ich fasse es nicht. Oh nein, wie ärgerlich. Ja gut, ich kann es ja für euch zum Glück ausschneiden. Ja, selber schuld. Ich, ja. Hätte ihn einfach nicht reinschubsen müssen, dann wäre das nie passiert. Karma. Einfach Karma. Oh, hier ist auch noch so ein Typ. Der will auch handeln. Ach, guck mal, man kann hier sogar die Laternen und sowas und Knochen gegen Smaragde tauschen. Und dann Smaragde gegen Fossilien. Das heißt, nächstes Mal soll ich da ein bisschen besser gucken, weil ich hatte ja Knochen und so gefunden. Aber eigentlich müsste dann hier auch noch so eine Bude sein. Ach, da ist sie ja. Genau. Da könnten wir halt einmal wenigstens das Bett mitnehmen. Falls es halt gleich dunkel wird, dass wir dann schlafen können. Aber die Werkbänke und sowas, die brauche ich eigentlich nicht. Die habe ich ja da hinten in eine Truhe gepackt. Deswegen ist das eigentlich fein. Oh, jetzt ist er gerade gestorben, sogar vor meinen Augen. Er hat echt noch lang überlebt.
Komm, ich habe es immerhin versucht. Bin ja auch hier gestorben. Jetzt fühle ich mich wenigstens nicht mehr ganz so schlecht. Ja, war trotzdem mies. Aber bevor die hier überbevölkern, ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Dass der ein oder andere verbrennt, auch wenn es hart klingt. Aber wir haben es endlich wieder zurückgeschafft. Das ist sehr, sehr gut. Müssen wir nur gucken, wo ich war. Ja, hier war ich drin. Und das, der Loot ist noch da. Oh mein Gott, das ist sehr gut. Bin halt hier voll reingeglitscht. Aber das ist schön, dass wir den Loot noch haben. Sogar vor Nachteinbruch noch geschafft, was ich echt gut finde. Aber ich gehe jetzt auch nochmal hier rein und baue das nochmal ein bisschen aus. Damit wir nächstes Mal auch hier schlafen können. Weil das soll mir nicht nochmal passieren. Wird nämlich gerade auch schon wieder dunkel. Ich wusste das halt nicht, dass man schläft in so einer engen Stelle, dass man dann stirbt, wenn man wieder erwacht. War ein bisschen doof. Aber gut, so ist das. Wir schlafen jetzt mal eben. Und dann können wir uns wieder ans Bauen machen. Muss mich erstmal wieder ausstatten hier. Ich habe gerade irgendwas gehört. Habt ihr das auch gehört? Da war doch gerade ein Vieh, oder? Oh nein, ey. Bin ich, dass da draußen jetzt was wartet. Irgendwas hat doch hier gerade ein Geräusch gemacht. Die Sonne blendet leider in die Richtung, da kann ich gar nicht hingucken. Ich habe aber irgendwie Angst, dass über uns in dem Wald was ist. Aber ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Wir bauen jetzt das Haus weiter. Hat ja auch hier Glas gebrannt. Man kann irgendwie auch Glasscheiben herstellen. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie das war. Doch, das sind Glasscheiben. Okay, cool. Haben wir 32 Glasscheiben. So, dann bauen wir weiter. Genug Holz haben wir jetzt ja auch. So, wunderschön. Machen wir die Scheiben noch rein. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Decke gleich. Dann haben wir schon mal sichere vier Wände. Weil es ist sehr, sehr simpel, das Haus bis jetzt. Aber am Anfang muss man das halt so machen am besten. Einfach nur, dass wir einen guten Respawn-Punkt und sowas haben. Dafür ist es ja allein schon wichtig. Jetzt aber erstmal noch ein paar Fackeln. So. Und dann haben wir zumindest 16 Fackeln, damit wir gleich Licht haben. Das wollte ich nicht. Ich habe einfach den falschen Knopf wahrscheinlich gedrückt. Weil wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas spawnt in unserem Haus. Das finde ich so angenehm. Aber ich denke mal, so reicht das. Dann können wir schon mal hier ein Bett rein platzieren. Und auch die Werkbänke. Die Dinger hier. Ich weiß gar nicht, was wir noch brauchen. Die Truhen können wir auch gleich rüberbringen. In das Haus. Sieb und Werkbank. Und jetzt müssen wir nochmal eben ein bisschen Stein holen. Und am besten ein bisschen Kohle da unten. Baue mich da eben nochmal schnell rein. Dann können wir nämlich auch nochmal ein bisschen mehr brennen und Fackeln machen. Und aus Stein wollte ich halt gerne das Dach bauen. Oh, was ist das? Eisen? Ja, Eisenerz. Perfekt. Eisen können wir natürlich auch sehr gut gebrauchen. Brauchen wir noch eine Menge von. Aber das werden wir automatisch mitfinden dann irgendwann. Fossilien haben wir ja auch noch am Start.
Ich weiß gar nicht, können wir die jetzt schon da durchlaufen lassen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir brauchen irgend so eine andere Werkbank dafür. Ich weiß gar nicht, wofür die Archäologie-Werkbank war. Ich kann das ja gleich mal testen. Ah, da ist Kohle, perfekt. Die nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Richtig schön viel. Dieser Sound. Ich glaube, das ist nur Ambience. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass hier irgendwas in der Nähe ist. Falls da irgendwas in der Nähe ist, dann klingt es auf jeden Fall böse. Und so, dass ich da nicht hin möchte. Wir mal gucken, ob wir das da reinpacken können. Nee, ich glaube, das ist nämlich für dieses antike Schwert und sowas. Also ich glaube, für die Werkzeuge, die Schwerter und sowas. Also ich glaube, da können wir jetzt hier nichts mitmachen. Aber wir können ja schon mal eine separate Truhe nochmal herstellen für... Ich mache eine Doppeltruhe. Doppeltruhen sind immer besser. Aber für die ganzen... Archäologie-Sachen, hier solche Reliktschrottsachen und sowas und Knochen. Weil das können wir da dann später alles analysieren in dem Ding. Ich habe, glaube ich, hier vorne auch noch mehr drin. Aber ich schmeiße jetzt erstmal das hier nochmal an. Und das nehmen wir nochmal raus. Alles, was dazugehört. Ich glaube, das war's. Die andere Truhe können wir dann auch gleich nochmal reinbringen. Ich bin ja immer sehr unordentlich normalerweise bei sowas, aber ich muss jetzt ein bisschen auf Ordnung achten, weil ich halt alleine spiele. Meistens habe ich halt irgendwen, der dann immer die Ordnung macht. So, wunderschön. Und dann würde ich sagen, machen wir die Privatruhe mit den ganzen anderen Sachen einfach hier hin. Ja, und da kann eigentlich fast alles rein. Also ich würde jetzt ein Stack Erde auf jeden Fall behalten. So ein Krams kann halt da alles rein, meinetwegen. Noch können wir das auch gut zumüllen, weil wir halt genug Platz haben. Das behalte ich auch mal. Das Fleisch können wir noch gleich noch brutzeln, würde ich sagen. Boot behalte ich auch mal dabei, falls wir erkunden. Und hier nehme ich mal die Hälfte ab. Falls wir nochmal schnell Kohle brauchen, dass wir dann wenigstens was da haben. Das Ding muss aber auch auf jeden Fall rein. Ich glaube, die normalen Sachen, die packe ich dann... Ich glaube, hier hin. Da kommt dann die Werkbank hin. Der Ofen ist auch durchgebrutzelt, das heißt, den können wir auch reinbringen. Und jetzt können wir nochmal die Sachen brutzeln. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch das Dach erstmal. Ich würde da aber gerne diese Steinstufen machen. Kann man doch auch irgendwie herstellen. Ich glaube so. Genau. Ich glaube, damit können wir das mal versuchen zu machen. Könnte funktionieren. Dann müssen wir jetzt aber einmal erstmal hier hoch. Ja, aus dem Eisen, was mache ich denn da mit 6? Eigentlich sagen, ja, Ausrüstung, ne? Ist das hier Eisen? Steinschwert? Ja, wir brauchen Eisenschwert. Und auch die anderen Sachen würde ich jetzt versuchen, auf Eisen hochzuwerten. Eine Eisenspitzhacke brauchen wir noch, eine neue. Die Axt ist nicht ganz so wichtig. Weil wenn die mal kaputt geht, dann wäre halt doof, weil dann... Ich glaube, mit dem Ding hier kann man zum Beispiel keine Fossilien und so ernten. Das wäre halt irgendwie unpraktisch. Schon wieder Nacht. Ich hasse es mit der Fackel. Echt nervig. Das wird auf jeden Fall nicht schön aussehen, aber es ist halt so.
gucken jetzt erstmal, wie es ist mit einem Flachdach. Ansonsten machen wir es gleich noch ein bisschen spitzer, aber ich glaube mal, ich lasse das so. Ich möchte halt jetzt nicht so viel Zeit in dieses Haus investieren. Können lieber später an einem richtig coolen Ort mit Wasserfällen und sowas irgendwie was Cooleres mal bauen. Ah, die Taste wäre es gewesen vorhin bei der Lava. Ich habe die leider verwechselt, die Tasten. Boah, das wird knapp mit dem Nachteinbruch hier. Und auch mit den Materialien. Das ist irgendwie mehr Material, als ich gedacht hätte. Ich glaube, ein bisschen müssen wir gleich noch herstellen. Wobei, es könnte vielleicht funktionieren. Mal schauen. Da war doch schon wieder so ein Wie abhaut jetzt? Weil ich ihn gesehen habe. Oh mein Gott, ist das gruselig. Wie so ein Raptor im Film, der uns beobachtet, wenn wir nicht gucken. Sobald wir ihn sehen, geht er weg. Gerade ein bisschen Angst. Wir müssen jetzt schnell das Haus fertig bauen. Was machen die denn hier? Warum beobachten die mich? Die machen fiese Geräusche, oh Gott. Oh nein, ey. Ich bin echt paranoid gerade. Gehen schlafen. Das mach schnell weg. Das bleibt jetzt erstmal so, Leute. Ich weiß, das ist nicht das Schönste, aber jetzt haben wir einfach so eine kleine Hütte hier. Das passt schon. Ah, sehr schön. Jetzt könnt ihr mir gar nichts da oben. Oh, da ist er auch schon. Was ist denn das für ein Vieh? Das sieht irgendwie böse aus, oder? Halt direkt in meinem Garten. Oh mein Gott. Schleicht um mein Haus herum. Warum macht es das? Ich bin gerade sau froh, dass wir das Haus hier haben. Da vorne ist es im hohen Gras. Ach Gott. Er wird auf jeden Fall beobachtet werden beim Schlafen. Gute Nacht. Ich hoffe, der ist morgen früh weg. Ja, er ist noch da, ich höre ihn. Soll ich mal gucken, ob ich den irgendwie... der mich angreift? Ich meine, ich spawn ja wieder hier. Wir finden jetzt raus, was es ist. Hallo? Nachbar? Ornitholestes. Okay, greift nicht an. Ich hatte Angst völlig umsonst. Sah aber fies aus, das Ding. Oh, er schläft jetzt. Hallo Nachbar, jetzt bin ich glücklich. Jetzt, wo ich weiß, dass du friedlich bist. Dann kannst du auch zu mir in den Garten kommen. Das ist mein neues Haustier. Ja, komm. Noch mit. Oh nein, er ist aufgewacht. Okay, schade. Ich dachte, ich kann ihn da irgendwo hinschieben und dann einbauen. Egal, dann lassen wir ihn in Ruhe. Er lässt uns ja auch in Ruhe. Home sweet home. Das fühlt sich echt gerade gut an, das erste Haus zu haben. Aber ich möchte jetzt nochmal ein bisschen mit euch erkunden. Würde halt gerne mal hier in die Wüste gehen, glaube ich. Und ist auch Wüste. Aber das hier sieht nach richtig krasser Wüste aus. Deswegen versuche ich das mal. Müssen wir nach hier oben. Vielleicht kriegen wir einen Bogen, wenn wir den töten. Am Wasser ist halt belastend. Oh, ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass er uns immer wieder zurückschießt. Ja, wir haben Pfeile bekommen, aber leider keinen Bogen. Geräusch war, glaube ich, eine Spinne, deswegen ist das egal, weil die greifen tagsüber nicht an. Oh, was ist das? Okay, das ist die Diplodocus. Das ist für uns ja angenehm, weil die machen nichts. Die beschützen uns ja auch so ein bisschen. Oh mein Gott, wie süß! Dem Baby bekommen!
Oh, das ist ja so niedlich. Oh, wie schön. Guckt euch das an, den kleinen Racker. Voll süß. So, ab in die Wüste. Ich weiß halt auch nicht, was hier so lebt. Ja, noch sehe ich gar nichts an Dinosauriern. Ganz viele Häschen, die mich angucken und sich nicht bewegen. Oh, guck mal, das ist so ein roter Pilz. Die braunen hatten wir ja schon gefunden. Das heißt, die roten nehme ich auch mal mit, wenn ich die schon finde. Dann können wir uns nämlich auch noch so Suppe kochen. Finden wir bestimmt auch noch mehr nachher. Gibt es auch Kakteen? Die braucht man, glaube ich, auch für bestimmte Sachen. Aber für uns gerade erstmal nicht so interessant. Viele Diplodokus hier leben. Oh mein Gott. Das sind Spinos. Ich würde aber gern hier rein. Was auch immer das ist. Kann man hier nicht rein? Ich habe ein bisschen Angst vor den Spinos, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nichts machen. Ne, hier kann man anscheinend nicht rein. Schade, schade. Aber Spinosaurus ist auf jeden Fall aggressiv, denke ich mal. Ist ja ein Apex Predator. Ich hätte tatsächlich gerne einen, der mich reiten könnte. Das wäre cool. Aber ich glaube, das ist ein weiter Weg, bis man die zähmen kann. Die muss man nämlich, glaube ich, runterschlagen vom Leben, dass die irgendwie unter 7% Leben sind. Oder unter 7 Leben. Und dann braucht man so einen blauen Skarabäus, so einen Aquamarinen-Skarabäus. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es gibt halt solche Käfer, die man finden kann. Die sind super selten. Und damit konnte man die halt dann zähmen. Das heißt, wir müssen erstmal ganz viele Fossilien und so noch herstellen. Ich weiß aber gar nicht, wie man zum Beispiel so eine Fossilienbank macht. Damit müssen wir uns vielleicht mal in der nächsten Folge beschäftigen, dass wir dann auch Fossilien extrahieren können und sowas. Aber erstmal ist halt gerade wichtig, dass wir ein bisschen die Umgebung erkunden, damit ich halt weiß, was so um mich herum ist und damit wir eventuell dann auch einen Ort finden, wo wir uns dann endgültig niederlassen. Aber so schnell wollte ich das halt jetzt nicht entscheiden. Hier ist halt weit und breit nichts zu sehen ansonsten von Dinosauriern. Scheint hier echt friedlich zu sein, bis auf die zwei Spinos. Dieses Biom hier ist immer sehr angenehm, um zu farmen. Da sieht man nämlich mal alles in der Oberfläche. Können wir dann die Fossilien gleich mal mitnehmen. Und noch mehr Kohle. Ich glaube, gleich brauchen wir gar keine Kohle mehr. Wenn ich es jetzt gerade schon finde. Weil nachher brauche ich dann irgendwann was. Und dann finde ich nicht. Deswegen einfach alles mitnehmen. Ich kann es ja für euch rausschneiden, wenn es zu langweilig wird. Hier die ganze Zeit nur auf Kohle rumhacke. Wäre halt cool, wenn wir jetzt hier so einen Skarabäus kriegen würden. Dann hätten wir halt voll das coole Ziel vor Augen. Einfach ein Spinosaurus zähmen. Würde ich schon feiern. Es gibt ja auch noch voll viele Sachen. Es gibt ja zum Beispiel auch noch die Peitsche. Brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch diese Sticks. Es gibt so verschiedene Sticks, mit denen man die eigene Dinosaurier dann kontrollieren kann. Da kann man die dann auf Warten stellen, auf Folgen und auf Wandern und sowas. Ich weiß halt gar nicht mehr, wie man diese Sachen bekommt. Ich weiß halt, dass sie existieren, aber kein Plan, wie man die craftet oder wo man die findet. Da müssen wir uns dann halt nach und nach so ein bisschen rantasten. Hey, gibt's einfach so viel Kohle. Ich glaube, jetzt reicht's aber echt so langsam. Schon über ein Stack. Das ist jetzt hier das letzte Ding, was ich mitnehme. So, reicht. Wir gucken uns nochmal schnell um. Fossilien nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit, in der Hoffnung, dass wir halt seltene Sachen finden.
Nix. Und ansonsten würde ich halt fast sagen, dass wir gleich zurückgehen. Die Kühe nehme ich noch schnell mit. Das Fleisch brauchen wir auf jeden Fall. Und dann ab nach Hause. Hey. Und die letzte Kuh. Will die Schafe auch noch mitnehmen. Tut mir leid, aber ich brauche euer Hammelfleisch. Okay, du darfst leben, du bist das schwarze Schaf. Komm schon, Skarabäus. Ah, es ist trotzdem eine gute Ausbeute. Reliktschrott und 6 Biofossilien, das ist eine sehr gute Ausbeute. Aber diese Biome sind richtig cool, um Fossilien zu finden, weil die halt alle an der Oberfläche sind. Hier vorne auch, also wir haben ja wirklich so viele Möglichkeiten. Schaut mal, da oben sind auch noch Fossilien. Ist halt gut, dass wir so viele Berge um uns herum haben. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da müssen wir hin, ne? Ja, hier müssen wir hin. Ich weiß gar nicht, ob man Marker setzen kann bei der Karte, aber bestimmt. Ich weiß nur gerade nicht, wie. Ich will mich halt jetzt ein bisschen beeilen, damit wir vor Nachteinbruch noch nach Hause kommen. Oh, noch einmal das süße Baby. Oh, das ist so niedlich. Ich will auch ein Diplodocus-Baby haben. Aber du darfst nur bei mir wohnen, bis du groß wirst. Danach musst du weg, weil du sonst nervst. Aber sweet seid ihr beiden. Vor allem, wie die Mama sich da so drüber legt. Ach, toll. Ich werde, glaube ich, noch einmal schnell Fackeln drumherum machen. Damit vielleicht nicht direkt um mein Haus herum Dinos und sowas spawnen. Das wäre ganz cool. Ich mache einfach mal hier hinten noch Fackeln hin. Muss, glaube ich, reichen. Weil hier kann ich das halt nicht mittig machen. Ich könnte... Ah doch, ich mache so. Besser, als wenn das gar nicht beleuchtet ist. Ah, sehr schön. Ja, würde ich sagen, schmeiße ich nochmal eben Food an. Und dann haben wir es für heute. Beim nächsten Mal müssen wir dann mal ein bisschen gucken, wie wir diese ganzen Werkbänke und sowas machen, damit wir zumindest dann mal in die Fossilienrichtung gehen können. Weil damit haben wir uns ja noch gar nicht befasst. Aber Leute, ich bedanke mich jetzt schon mal vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.